Das Campus Festival mit Weida präsentiert die musikalischste Quizshow Sachsens mit Team TMM, Team CSI mit Weida, Team International Office und Team Math Against Malaria. Willkommen zum CF Music Clash. Willkommen zum Music Clash. Wow, schön, dass ihr alle da seid. Wow, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Es freut uns, dass ihr alle da seid. Es freut uns, dass ihr alle da seid. Ja, auf jeden Fall. Schön, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Und der Music Clash hat eine Menge für euch zu bieten. Wir haben jede Menge musikalische Spiele und tolle Gäste. Genau, wir begrüßen aber natürlich auch euch zu Hause an den Bildschirmen. Ich kann euch versprechen, hier gibt es gleich richtig geile Unterhaltung. Also holt euch Snacks, holt euch was zu trinken, bindet euch irgendwie eine Flasche ans Bein, damit ihr nicht mehr aufstehen müsst die nächsten anderthalb Stunden. Denn wir machen jetzt hier eine richtig geile Show. Genau so ist es. Und Samu, sag mal, warum sind wir eigentlich hier? Was hat das alles zu tun mit Weida? Warum wir hier sind, also auf alle Fälle erstmal wegen dem Music Clash, und der wird ganze dreimal stattfinden. Das ist das Geilste. Wir machen heute eine Show und dann haben wir noch zwei weitere Male im Mai. Wann die sind, erfahrt ihr am besten auf unseren Social Media Kanälen. Aber natürlich gibt es noch ein viel, viel größeres Event, Lea, was uns heute alle hier zusammengebracht hat. Ja, ich denke mal nach. Also, es muss ja auf jeden Fall was mit Musik zu tun haben. Gibt's und da irgendwas. Noch Großes in mit weiter, ich weiß nicht. Nee, Spaß beiseite. Das Campus Festival 2023 steht natürlich an. Das findet am 7. und 8. Juni auf unserem Technikumplatz statt. Und deswegen sind wir alle hier. Genau, und damit ihr jetzt nochmal zusammengefasst erfahrt, was das Campus Festival eigentlich ist, haben wir einen kleinen Film für euch vorbereitet. Und den sehen wir jetzt. Am 7. und 8. Juni verwandelt sich der Technikumplatz in Mittweida wieder in eine Party. Freut euch auf jede Menge Aktion und geile Stände. Und Glitzer darf natürlich auch nicht fehlen. Freut euch auf Live-Musik im Freien, gemeinsame Zeit mit Freunden und ein unvergessliches Erlebnis. Wir freuen uns auf euch, das Campus Festival mit Weida 2023. Ja, mega geil. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die tolle Stimmung und auf mega coole Bands und richtig, richtig nice Musik. Genau, ich mich auch. Lea hat eben schon gesagt, wir freuen uns natürlich, euch dann am 7. und am 8. Juni auf dem Technikumplatz zum Campus Festival begrüßen zu dürfen. Blöd ist nur, dass das noch ein bisschen hin ist und ich habe irgendwie nicht mehr so viel Bock zu warten. Ja, aber natürlich sind wir deswegen hier, um euch die Zeit ein bisschen zu versüßen mit dem Music Clash. Genau. Und Lea hat es eben schon gesagt, der Music Clash ist eine musikalische Spieleshow und deswegen, ne, wir wollen jetzt spielen, aber zum Spielen braucht man natürlich auch noch Teams und wir haben da richtig coole Leute zusammengetrommelt und das erste Team holen wir jetzt gleich mal zu uns auf die Bühne. Die sind diese ganze Wettkampfsituation schon ein bisschen gewöhnt, würde ich mal sagen, wenn nicht sogar sehr gewöhnt, die sind da sehr erfahren drin, denn die fahren mit ihren selbstgebauten Rennboliden regelmäßig um die Wette. Die sind darauf trainiert, die schnellsten zu sein. Wir begrüßen jetzt gleich unser erstes Team, die wie heißen? Team TMM. Genau. Hallo, mein Name ist Luca und ich begleite euch heute durch die ganze Show und stelle euch mal die ganzen Teams vor, die in unserer ersten CF Music Clash Show gegeneinander antreten werden. Gerade befinde ich mich hier vor Haus 9. Das ist dieses schöne Gebäude mit diesen großen Fenstern an dieser Riesenkreuzung. Und hier sitzt Technikum mit Weida Motorsports, kurz TMM, drin. Im Jahr 2006 wurde TMM von Studenten des Maschinenbaus gegründet. In den Folgejahren hatten die Ingenieure einiges zu tun. Von der Entwicklung einer Handschaltung über eine selbstentwickelte Crashbox bis hin zum ersten Diffusor. Bis 2018 wurden bei TMM noch Verbrennerautos gebaut. Doch dann stand das neue Zeitalter vor der Tür und es wurden künftig Elektroautos gebaut. Eines von diesen schnellen Gefährten trägt den schönen Namen El Cobra. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch das Auto schon mal gesehen. Über 50 Studenten arbeiten mittlerweile freiwillig bei TMM mit. Vom Bau des Autos und der ganzen Motorteile über das Marketing bis hin zu kaufmännischen Tätigkeiten gibt es so einiges zu tun. Mal sehen, wie TMM auf der Rennstrecke abschneiden wird. Doch jetzt sind sie erstmal bei uns im Studio. Sie haben Ahnung von Technik und schnell fahren. Doch haben sie auch Ahnung von Musik und schnell erraten?
Professor Frank Weidermann von Team TMM. Das war euer Applaus. Schön, euch hier zu haben. Wie geht's euch? Seid ihr aufgeregt? Ja. Ordentlich aufgeregt? Ja. Warum? Wir sind doch bloß, guck mal, wir sind doch hier alle wie eine große Familie. Also, was ihr bei Technikum mit Weider Motorsport macht, haben wir gerade eben schon im Video erfahren. Aber wir haben es ja schon mehrmals gesagt mittlerweile, heute geht es um Musik, heute geht es um musikalische Spiele. Deswegen wollen wir euch drei jetzt mal auf der musikalischen Ebene kennenlernen. Und deswegen frage ich euch jetzt gleich mal, was hört ihr denn privat so für Musik? Habt ihr da irgendwelche Lieblingsgenres? Also ich mag zum Beispiel Liedermacher. So wie Liedermacher? Reinhard May oder... Das ist doch schön. Hier im Publikum haben wir auch Fans. Ihr könnt ja jetzt mal ein bisschen klatschen für Professor Weidermann. Ja! Also Sie stehen schon mal nicht alleine da. Wie sieht es bei euch aus? Also ich höre vor allem Trap und Hip-Hop. Trap und Hip-Hop? Ja, 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 ja. So der erste Wort, what type of music do you usually listen to? Ja? So zusammenfassen. Indie und Rock? Okay. Ja, wunderbar. Also dann, euer Musikgeschmack scheint schon mal mit dem Publikum hier zu matchen, das ist doch schon mal super. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen konkreter, jetzt haben wir die Genres geklärt. Was habt ihr so Lieblingsbands, habt ihr Lieblingskünstler, Lieblingssongs aus diesem Genres? Kraftklub, wow, das ist aber schon mal cool. Du, Paul? Bei mir BHZ. Bei K-Pop. BHZ und? Ich hätte ja gesagt Reinhard Meyer. Ja, genau. Pedro Maffay ist auch schick. So stimmt. Genau, dann... habe ich euch genug gelöchert. Ihr habt natürlich auch noch kräftige Unterstützung mitgebracht. Wir schauen mal rüber zu Lea in euren Fanblog. Ja, genau. Ich sitze hier mit dem Team von TMM. Und sagt mal, was habt ihr so für Tipps für euer Team, was ihr denen mitgeben könnt, wie sie zum Gewinnen kommen? Ich glaube an euch. Ihr habt das auf jeden Fall drauf. Ich habe das Vertrauen. Spürt die Musik und dann erkenne das Lied von alleine. Das wird kein Problem. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem guten Tipp. Hoffentlich. Das klingt nach einem guten Tipp. Ja, zum Spielen braucht man aber immer zwei Teams. Deswegen würde ich sagen, ist es jetzt höchste Zeit, eure Konkurrenten kennenzulernen. Bei denen geht es nicht so sehr um Schnelligkeit wie bei euch, bei denen geht es eher um die Genauigkeit, denn die leiten ein Forschungsprojekt zu Malaria, die sammeln sehr, sehr viele Daten zu Krankheitserregern. Worum es da genau geht, das erfahren wir jetzt. Wir wissen, dass wir schon bekannt vorkommen, denn ich bin hier wieder vorm Haus 8. Denn an der Fakultät Computer- und Biowissenschaften gibt es ein sehr interessantes Projekt. Math Against Malaria. Das deutsch-afrikanische Projekt leistet einen immensen Beitrag zur Eindämmung von Malaria mithilfe von Mathematik. Krass, oder? Projektleiter ist unser hoch angesehener Professor Christian Schneider. Zusammen mit seinem Team forschen sie für eine Ausrottung von Malaria. Dafür kooperiert das Team Math Against Malaria eng mit dem AIMS-Projekt in Kamerun zusammen. Zusammen entwickeln sie verschiedene Modelle, um die Tropenkrankheit Malaria zu stoppen. Neben Tuberkulose und HIV ist Malaria die bedeutendste Infektionskrankheit unserer Zeit. Und wir haben hier vor Ort ein Team, welches einen entscheidenden Anteil daran hat, diese Krankheit zu bekämpfen. Ja, klingt so, als ob man da schon sehr viel Verstand dafür braucht. Passt denn da überhaupt noch Musikwissen ins Gehirn? Und Professor Christian Schneider von Team Math Against Malaria. Hallo, hallo, schön euch hier zu haben. Nice to have you here. Hallo. Genau, wir haben eben schon gesagt, wir brauchen immer zwei Teams. Jetzt, wo ihr euren Konkurrenten hier gegenübersteht, wie ist die Spannung? Ist die Tension high? Wir sind ja immer dort, wo Infektionskrankheiten oder wo Krankheiten sind. Und heute haben wir hier Lampenfieber. Ja. Okay, na dann, aber ja, seid auch gelassen, ne? Weil ich kann euch schon mal den Tipp geben, für die Spiele gleich braucht ihr auf alle Fälle Souveränität, Selbstbewusstsein. Ja, mal schauen. Mal schauen. Hin, ja. Okay, so, dann wollen wir natürlich auch euch ein bisschen auf der musikalischen Ebene kennenlernen und mal so abtesten, was bei euch so los ist. Vielleicht bei euch mal die Frage, welche Songs würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen, wenn ihr da verloren geht. Which songs would you pick for a lonely island? What are your favorite songs?
Lush Life by Sarah Larson. Ja, nice, nice choice. Professor Schneider? I think I would take Only Humans by the Jonas Brothers. Ah, ja. Sehr schöner Song. Warum? Einfach begleitet Sie der Song schon? Ich finde den Text cool. Ja. Ja. Der ist chillig. Der ist chillig. Ja. Und du, Gilmer? For me, any music that makes any me music? Dance. Yes. But if you could pick one. Right now, spontaneously. David Hasselhoff Limbo Dance. I don't know. Yeah, recently I mostly listen Afrobeat, so they are all the same. Okay. Am Publikum hört man schon Schreie, also nice choice. Can any one of you play an instrument? Professor Schneider kann ein Instrument spielen? Spielen ist übertrieben. Ne? Also ich klimper so auf der E-Gitarre herum. Ja, mehr schlecht als recht, aber ist okay. Ja. Seit wann spielen Sie? Ach, das kommt immer so in Wellen. Ne? Da habe ich irgendwann mal als Teenager angefangen. Ne? Da habe ich den Traum vom großen Ruhm gehabt. Ne? Und dann da bin ich irgendwann auf Mathematik umgeschwenkt, ja? Und habe die Musikkarriere an den Nagel gehangen. Ja, so kommt man auch ins Fernsehen. Ja, also ich muss sagen, ich kenne das Problem tatsächlich. Ich hatte irgendwann mal den großen Live-Aid-Auftritt von Queen gesehen und dann wollte ich auch unbedingt eine E-Gitarre haben, damit ich selber spielen kann. Aber mehr als Geklimper ist es bei mir ehrlich gesagt auch nicht. Wie sieht es bei euch aus, TMM? Kann bei euch einer ein Instrument spielen? Nee. Ihr verlasst euch einfach auf das, was ihr so gehört habt. Okay, dann haben wir das soweit. Ich habe auch euch jetzt genug gelöchert. Wie sieht es denn hier im Fanblock aus, Lea? Ja, ich sitze neben dem Ultra-Mega-Fan. Mega-Fan. Ja, ein Applaus für den Mega-Fan. Ein Applaus bitte, genau. Die Frage, was hättest du für einen Tipp für dein Team? Schnell antworten und am besten auch noch richtig. Das kann helfen, bei einem Quiz möglichst viele Punkte zu machen. Auf jeden Fall nach einem soliden Rat, würde ich sagen. Okay, so his tip for you was, you have to answer fast and correct. So, I don't know if that helps you, but... It's what we got. So, genau, dann, jetzt haben wir euch alle sechs hier versammelt. Ich würde sagen, es wird höchste Zeit, das musikalische Wissen von unseren Kandidaten hier auf die Probe zu stellen. Ihr tretet jetzt in der ersten Runde des heutigen Abends gegeneinander an. Und da haben wir ganze zwei Spiele vorbereitet. Die werden jetzt sehr lustig und die entscheiden vor allen Dingen, wer von euch ins Finale einziehen darf. Im Finale gibt es dann CF-Tickets, also Campus-Festival-Tickets, zu gewinnen für alle Teammitglieder. Deswegen strengt euch an, spielt aber trotzdem fair. Und wir schauen jetzt mal in unser erstes Spiel rein und es hat Zoom gemacht. Und es hat Zoom gemacht. Hat Zoom gemacht. Das ist unser erstes Spiel und eigentlich ist es auch ganz einfach. Gleich auf dem Bildschirm hier vorne werdet ihr ein Albumcover sehen, was ganz, ganz nah rangezoomt ist und langsam wird wieder rausgezoomt. Und gesucht ist Name des Albums und der Künstler dazu. Genau, Lea hat den Kniff eben schon erklärt. Das Albumcover ist am Anfang weit reingezoomt und nach seht ihr immer mehr. Wir brauchen Cover, also wir brauchen den Albumnamen und den Künstler bzw. die Band, die dieses Album damals herausgebracht hat. Wenn ihr meint, die richtige Antwort zu wissen, dann haut einfach auf den Buzzer, das kann jeder aus dem Team machen. Ihr dürft euch natürlich auch währenddessen beraten, während hier rausgezoomt wird. Und wenn ihr richtig antwortet, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ihr falsch antwortet, dann werdet ihr gesperrt und das andere Team darf ganz entspannt weiterraten und sich theoretisch dann einfach das ganze Album angucken. Also, genau. Also überlegt euch gut, ob ihr buzzert oder nicht, weil dann kann das andere Team das natürlich relativ schnell erraten. Und das Team, das als erstes 5 Punkte erzielt hat, hat dann gewonnen. Genau, wir spielen First to Five. For you, First to Five. You have to reach 5 points. Und dann wäre jetzt nur noch die Frage übrig, habt ihr noch Fragen? Any questions left? Are the rules clear? You two? Nein, ich glaube, das wir passen den Intelligenztest. Das kriegen wir hin. Okay. Dann kommt hier jetzt das erste Albumcover für euch.
Was könnte das sein? Da sieht man nur eine Hand. Buzzern, ja. TMM? Frank Ocean Blond. Schauen mal, ob das richtig man ist. Man hat jetzt schon sehr viel gesehen. Ah, man hört es und es ist richtig. I don't have no clue who did it. Okay, das war der erste Punkt für Team TMM. Ihr liegt jetzt hinten, aber keine Sorge, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Albumcover. So, hier sieht man erstmal nur lila, blau, was könnte das sein? Oh mein Gott. Oh. Ja, TMM? Ed Sheeran Divide. Ed Sheeran Divide wurde jetzt gesagt. Ah, und es ist richtig. Okay. TMM liegt richtig vor gerade. Ja, wie wir es von den Rennfahrern kennen, TMM rast schon in Richtung Ziel. Math Against Malaria muss sich langsam mal anstrengen. Wir machen direkt weiter mit dem nächsten Albumcover. Oh, alles schwarz. Da kommt ein bisschen weiß. Was ist das? Oh, da sieht man schon den Namen langsam. Ja, Math Against Malaria. Green Day, American Idol. Ja. Könnte das korrekt sein? Ja, richtig. Ein Applaus, ja. Also ihr merkt, es geht sehr schnell, um den Punkt irgendwie wegschnappen zu können, müsst ihr relativ früh buzzern. Ansonsten ist der Punkt quasi geschenkt. So, dann steht es jetzt 2-1 für TMM immer noch. Das nächste Albumcover, bitteschön. Oh, vier Farben. Kommen so nach That is rein. Queen. It is. Stopp. Ja. That is a Queen, a Hot Space. Hot Space, könnte das richtig sein? Das war jetzt sehr selbstbewusst. Wir warten noch auf die Auflösung. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Nur bei der Kind. Genau. Wow. Jetzt geht's los. Math Against Malaria zieht gleich. Es ist wieder alles drin. Ich würde sagen, dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Cover. Oh, da ist was Pelziges. Ah, da umarmen sich ein paar. Das war TMM. Das ist ABBA. ABBA. Mhm. Und wie heißt das Album? Würde ich sagen Dancing Queen. War das aber Dancing Queen? Das erfahren wir gleich, ob das aber Dancing Queen war. Da läuft erstmal noch das Album weiter raus. Nein, tut uns leid, das war aber Ring Ring heißt das Album. So, kein Punkt. Das wäre jetzt der Punkt für Math Against Malaria. Also steht es 3-2. We won. So, das nächste Albumcover direkt weiter. Schau mal rein. So, da kommt gleich die. Ah, was könnte das sein? Na, oh, das sieht doch aber. Ist das etwa? Nein. Ja, das war Math Against Malaria. Ah, das ist Bruce Springsteen. Zehn. Das ist, was ist, American. American Made, oder wie das geheißen hat. Bruce Springsteen, American Made. Aber, ja. Na dann dürft ihr jetzt weiter gucken. Das ist TMM, das war leider falsch. Born in the USA. Ja. Bruce Springsteen, Born in the USA. Richtig, das war Bruce Springsteen, Born in the USA. I know it was Bruce Springsteen, Born in the USA, but they don't have one. So, jetzt steht es 3-3. Ihr macht es echt spannend. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier zwischen unseren Teams. Ich würde sagen, wir legen direkt das nächste Albumcover nach. Wollen ja jetzt wissen, wer gewinnt hier. Oh, alles gelb. Kommt ein bisschen weiß mit rein. Blicke.
Da steht schon der Name. Na los. Okay. Ja, TMM. Bruno Mars, du warst ein Hooligan. Könnte das wirklich sein? Ja! Sehr gut von TMM. So, sehr schön. So, fehlt nur noch ein Punkt für Team TMM. Genau, wir sind jetzt im Matchball. Ein Punkt für TMM. Zwei Punkte trennen allerdings noch Math Against Malaria zum Ziel. Das heißt, in der Theorie müssten wir jetzt maximal noch dreimal spielen. Aber da könnt ihr jetzt natürlich gegenwirken. Hier kommt das nächste Cover. Oh, schwarz-weiß. Ah, das sind ein paar Hosen, ein paar Beine. No, that's not the bag. Vielleicht. Na, das war Math Against Malaria. Das ist Culture Candela, schöne neue Welt. Ja, ihr wart immer, ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt gehen wir hier. Ja, es bleibt spannend bei euch. Okay. Sehr schön. Also ihr merkt, bei einigen Alben geht es dann recht schnell, bis man den Namen sieht. Und da es jetzt um den entscheidenden Punkt hier geht, buzzert schnell. Jetzt kommt das letzte Cover. Das sein? Eminem. Na. Oh, Math Against Malaria, stopp. Eminem. And the name of the album? That was the other name. Wie heißt das Album jetzt? Not Afraid. That was, what is this? Not Afraid? It could be. Eminem, yeah. Not Afraid? Yeah. War das richtig? Na, es ist leider falsch. Ihr dürft jetzt weiter gucken, TMM. Der Eminem-Show. Ja. Eminem, der Eminem-Show. Ja, richtig. Das ist korrekt. Well, sometimes it was there, but for us, they would have made it. So, das hat eine Menge Spaß gemacht. Das war unser erstes Spiel und es hat Zoom gemacht. Der Endstand ist jetzt 5-4 für Team TMM. Ja. Ein Applaus. Genau, ein Applaus erstmal. Ja, Team Math Against Malaria liegt jetzt hinten. Do you think you need to change something about your strategy to win the next game? Maybe include some math questions next time. That's sadly not the topic of our show, but we'll try. We'll try. We would be good in that. Yeah. Okay, TMM, ihr habt jetzt gewonnen. Bleibt ihr jetzt ganz selbstbewusst oder wollt ihr das Tempo noch erhöhen? Wie sieht eure weitere Strategie aus? Tempo erhöhen klingt immer gut. Tempo erhöhen? Oh, na dann sind wir mal auf das Spiel gespannt. So, genau. Wir haben es euch vorhin, haben wir das schon angekündigt? Nein, ihr dürft jetzt selber musizieren bei unserem nächsten Spiel. Und was das sein wird, erfahren wir jetzt in einem kleinen Zwischenfilmchen. You on Kazoo. Und einmal. Ja. Sag mal, muss ich ein bisschen weiter vorstellen. So. Ja, genau. Bei You on Kazoo geht es darum, dass ihr selber musizieren dürft. Und zwar auf diesem wunderschönen Instrument, dem Kazoo. Ich kann das mal vormachen. Ich kann das auch nicht gut. Also vorhin hat es nicht gut funktioniert. Wunderschön. Genau, ihr bekommt gleich Lieder vor, also einer von euch darf dann dieses Kazoo bedienen und ihr bekommt Lieder vorgezeigt, die ihr euren anderen Teamkollegen vorspielen müsst. Genau, auf diesem ominösen Stapel hier stehen ganz, ganz viele Songnamen. Ihr werdet gleich Zeit haben, euch auszusuchen, wer von euch dreien jeweils das Kazoo spielt. Und derjenige muss dann halt die Lieder, die wir ihm zeigen, vorspielen. Die anderen müssen das erraten und uns quasi nur den Songnamen sagen. So, dann okay. Macht das jetzt mal. Entscheidet euch mal, wer von euch gleich das Kazoo spielt. So, jetzt raten unsere, Teams, wer das Kazoo spielt. Nein, das war alles. Ja, noch ist alles das war alles richtig noch. So, da wird heiß diskutiert, da drüben am Tisch. Ich weiß halt die Titel nicht. Wer wird gleich uns musikalisch hier verköstigen? Wir finden es gleich heraus. Dafür, dass du spielst.
Anscheinend eine große Diskussion, also sind sich unschlüssig. Ja. So, ich kann nicht. Das ist egal, wir finden alle nicht. Oder? Wir würden euch jetzt um eine Entscheidung bitten. Was ist noch? Deutsch Leute spielt bei uns. Los? Das, okay. Wie heißt das Ding? Kazoo. Kazoo. Das ist eine Crackpfeife. Ja? Wer spielt bei TMM? Okay. Ja, sehr schön. Das heißt, ein Applaus für Los und Kira, unsere Kazoo-Spielerinnen. So, ihr könnt erstmal noch da bleiben, ganz kurz. Ganz kurz. Wir haben noch ein bisschen was zu erklären. Und zwar, wenn die Teammitglieder mal nicht wissen, was für ein Song gerade gespielt wird, dann dürft ihr einfach weitersagen und der Kazoo-Spieler kriegt den nächsten Song. Andersherum, auch wenn der Kazoo-Spieler mal nicht weiß, wie der Song jetzt geht und den nicht machen möchte, gerne weitersagen, dann kriegt er den nächsten Song. Ihr habt jetzt gleich 2 Minuten Zeit. Genau. Und dann, die Kazoo-Spieler spielen jetzt mal Schere, Stein, Papier, um zu schauen, welches Team anfängt. Also gerne. Hier, Kira Rock, Scissors, und Los, Paper. Gerne mal Rock, Scissors, Papers, Schere, Stein, Papier gegeneinander spielen. Los, Kira. Okay, das waren erstmal beide Papier. Gerne weiter, wir brauchen einen Gewinner jetzt. Okay, TMM darf also anfangen. Ihr kommt gleich zu uns her. Wichtig ist noch, wir benutzen für beide Teams dieselbe Songauswahl, damit es fair bleibt. Das heißt aber, dass das andere Team, also ihr jetzt in dem Fall Math Against Malaria, in der Zeit Kopfhörer aufgesetzt bekommt, damit ihr dann später keinen Vorteil habt. Und deswegen würde ich sagen, wir tauschen jetzt mal die Position. Ich komme zu euch zu Math Against Malaria und TMM kann gerne hierher kommen. Genau. Und einen Applaus nochmal für TMM. Ihr könnt euch beide da hinstellen. Kira kommt zu mir. So, ich gebe dir gerne schon mal das Kazoo in die Hand, damit du mal, kannst es gerne mal ausprobieren. Das ist nämlich ein bisschen, Songs, muss nämlich summen oder, genau so funktioniert das. So, seid ihr bereit? Ja. Dann fangen wir an. In 3, 2, 1, bitte. So, ab jetzt laufen 2 Minuten. Summen, du musst einen Ton, also wie als würdest du reden. Ihr könnt auch skippen, wenn ihr es nicht wisst. Dann weiter. Weiter. 1,5 Minuten noch. Das war falsch, scheiße. Soll ich weitermachen? Weiter. Ihr habt noch 1 Minute. Skippen einfach mal, vielleicht kommt noch was. Noch 30 Sekunden, ihr müsst jetzt mal Punkte machen. Komm, noch mal. Zu mir so leid. Ihr habt noch 10 Sekunden, schnell einen Punkt jetzt wenigstens. Null. Tut mir leid, eure Zeit ist leider aber abgelaufen. Aber ein Riesenapplaus an Kira, bitte. Kira, du hast das super gemacht, es lag nicht an dir. Ja, naja. Mensch, ganze 0 Punkte. Genau, dann dürft ihr einmal wieder hinter an den Tresen. So, ihr dürft jetzt gerne zu mir kommen und ihr dürft auf die Bühne. Ein Applaus für Math Against Malaria, bitte. So.
Genau, einmal hinter den. Perfekt. Okay. This is for you. You can try it out if you want. Which is hum. Or like yeah. Wow. Exactly. Okay. Was it Donald Duck? Are you guys ready? We don't yeah. We think so. All right. So we started. Oh wait, if I don't know the song, you can just skip. Okay. You just say skip, and I put the next one. All right. Then we start in 3, 2, 1. You guys can see like, if you don't know. Wait. No. Like. We don't have that much time, so rather skip them than guess. Skip. I think she did well, but yeah. Skip. Oh, wir sind jetzt im Skip-Loop. Okay, skip. Okay. Okay, eine Minute, die Hälfte der Zeit. Britney. Song title, the one in Semi Beach. The Semi, this girl is lucky. It was like. No, oops, I did it again. Yes, I did it very again. Very good. Das war ein Punkt, Applaus. Ja, oh mein Gott. Skip. Shakira. Tankale wa. What's this time for Africa. What's the song title? Waka Waka. Das war wieder ein Punkt. Ihr habt noch 10 Sekunden. 10 seconds. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Und die okay. Zeit ist rum. Mein Applaus bitte. Was ist das? So, Hallöchen, da bin ich wieder. Wir tauschen nochmal ganz kurz die Seiten. Wir bangen jetzt noch ganz kurz, während die Punkte ausgezählt werden. Es ist schon relativ offensichtlich, ihr könnt mal gerne alle zu uns auf die Bühne kommen. Wir verkünden jetzt nämlich gleich, wer das Finalteam ist, ist eigentlich schon klar. Also kommt mal alle zu uns. Ja, ein Applaus. Okay. So TMM gerne hier. Einmal TMM links von uns. And you guys can go to the right. So kriegen wir es hin. Hallo. Kriegen wir alle. Perfekt. So, also dann, das Publikum weiß es bereits, ist ja auch sehr offensichtlich. Das Gewinnerteam ist Math Against Malaria und darf ins Finale einziehen. Yeah. We won. Oh. Surprise. Das war unerwartet. Unerwartet? Oh, ja. Warum? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass Lois so toll auf der Crackpfeife spielt. Ja? Okay. Also dann, wir hatten eine Menge Spaß bisher. Keine Sorge, ihr geht natürlich nicht leer aus. Wir haben hier einen kleinen Trostpreis für euch vorbereitet. Es gibt ein bisschen was Süßes zum Knabbern. Das reiche ich euch jetzt einfach mal in die Hand hier. Eins, Dankeschön. Zwei, drei. Genau, also Team TMM bekommt eine kleine Schokoladentafel als Trostpreis. Euch hingegen sehen wir dann gleich wieder. Ihr dürft dann mit dem anderen Team, was wir dann gleich noch herausfinden werden, im Finale um die CF-Tickets kämpfen. Oh. Vielen Dank nochmal. Dann wäre hier jetzt noch eure Kamera. Ich möchte meine Mutti grüßen. Schön. Grüße auch meine Eltern. Die freut sich bestimmt. Okay, so Lea, was war dein Highlight bisher? Du, ich muss sagen, das Kazoo-Spiel ist immer wieder mein Highlight. Ich finde, das ist immer so lustig. Echt? Also ich muss sagen, ich war gerade schockiert, wie verhalten das war.
Ja, aber es ist trotzdem schön. Also aber es war trotzdem schön. Ich glaube, der Fanblock hat einfach nicht genug Stimmung gemacht. Ich glaube, daran hat es jetzt gelegen. Der Fanblock ist schuld, der ist immer schuld. Naja. Aber dann, damit würden wir jetzt die erste Runde als beendet erklären. Wir haben unser Finalteam gefunden. Für das Publikum und für euch zu Hause, es geht jetzt weiter mit Live-Musik. Wir haben eine junge, aufstrebende Künstlerin aus Leipzig heute hierher geholt und die lernen wir jetzt kennen. Hi, mein Name ist Hannah Rautzenberg, ich bin Musikerin und bin 18 Jahre alt. Ich lebe hier in Leipzig und studiere hier Medien- und Kommunikationswissenschaften. Und generell spielt sich mein ganzes Leben eigentlich hier in Leipzig ab. Und deswegen habe ich auch einige Auftritte hier. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal, wo ich meinen ersten hatte. Kommt mal mit. Ja, wir sind jetzt hier an der Moritz-Bastei. Und hier hatte ich tatsächlich meinen ersten Auftritt in Leipzig und das war echt eine richtig coole Erfahrung, einfach mal auch in einer größeren Stadt zu spielen. Und bei mir hat vorher alles ja eher so in den kleinen Kneipen stattgefunden. Und genau, in Mittweida habe ich allerdings noch nicht gespielt, deswegen ist es heute die Premiere und ich freue mich riesig. Und hier ist sie für euch, Hannah Rautzenberg. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hannah, sehr schön, dass wir dich heute bei uns haben. Wie geht's dir? Wie war die Anreise? Mir geht's gut. Die Anreise war sehr entspannt und es hat alles sehr gut geklappt. Sehr Wunderbar. Schön. Fühlst du dich denn wohl bei uns? Kümmert sich auch unser Team gut um dich? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann nur positiv von diesem Ort hier sprechen. Ja, super. So, jetzt haben wir ja in dem kleinen Vorstellungsvideo über dich gerade erfahren, wer du bist, wo du herkommst. Aber jetzt wollen wir gerade noch mal so ein bisschen wissen, wie funktioniert gerade so dein Leben? Erzähl mal ein bisschen was über dich und deine Musik. Ja, also ich bin Musikerin, wie ihr das schon erfahren habt, und aber vor allem auch Songwriterin. Und ja, ich schreibe eigentlich den ganzen Tag, wenn ich Zeit habe, Songs und singe und mache Musik und ja, habe da wirklich auch meine Passion so drinnen gefunden. Und ja. Also es ist sozusagen den ganzen Tag nur Musik in meinem Leben. Schön. Und zum Thema Musik, was sind so deine musikalischen Vorbilder? Wo kriegst du deine Inspiration für deine Musik? Ja, also angefangen hat alles mit Bruce Springsteen und Tom Petty. Das waren so meine Lieblingskünstler, die mich auch zum Musikmachen angeregt haben. Aber jetzt sind auch ein paar modernere Künstler dabei, zum Beispiel Orla Gartland, Sam Fender, Holly Humberstone, The 1975, also auch so ein paar ganz frische neue Bands. Wow, also da sind ja echt ein paar krasse Legenden dabei, auf die du dich da stützt, das finde ich toll. Wir haben jetzt gerade schon erfahren, dass du aus Leipzig kommst. Da wäre jetzt nochmal interessant zu wissen, hast du schon immer da gelebt oder gibt es irgendwas, was dich da mit der Stadt verbindet auf eine besondere Art und Weise? Also ich komme aus Sachsen-Anhalt, aus dem wunderschönen Mansfeld-Südharz. Wow. Und ein Applaus! Ja, das sind sozusagen meine Wurzeln, aber bin dann fürs Studium einmal nach Leipzig gezogen und weil es ein toller Knotenpunkt halt zwischen meiner Heimat und Berlin ist, wo natürlich musikalisch auch viel geht. Und in Leipzig hat man natürlich auch mal, wenn man aus so einer kleinen Stadt oder einem kleinen Dorf, wie ich sage ich mal, kommt, in Leipzig ganz, ganz viele Möglichkeiten, viele, viele coole neue Leute, ganz viele tolle Sachen, die man halt machen kann, die es halt auf dem Dorf nicht gibt. Und deswegen ist Leipzig so meine City. Schön. Ja, Leipzig ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Stadt. Wir können uns jetzt den ganzen Abend noch unterhalten, aber wir wollen jetzt auch eine kleine Kostprobe von deiner Musik. Auf alle Fälle. Das heißt, du kannst dich jetzt gerne mal zu deiner kleinen Bühne begeben. Das mache ich. Nehmen dir das Mikro mal ab. Ja, Mensch, eine Leipzigerin. Warst du nicht auch lange in Leipzig? Ja, ich habe auch 3 Jahre lang in Leipzig gelebt und das war echt cool. Also ich muss sagen, Leipzig ist echt einer meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Also kann ich nur empfehlen für jeden, der noch nie da war. Gibt es jemanden, der noch nie da war in Leipzig? Ja, hier jetzt wahrscheinlich nicht, aber es gibt Leute, wenn man weiter weg wohnt, die vielleicht noch nicht in Leipzig waren. Ja, also ich muss sagen, das passt vielleicht, weil ich bin relativ wenig in Leipzig tatsächlich, aber ich höre immer wieder, dass das so eine richtig geile Stadt sein soll. Und ich hatte immer mal vor, die Clubszene da abzuchecken. Kann man nur empfehlen, auf jeden Fall. Okay. Dann, Hannah, bist du bereit da drüben? Ich bin bereit. Wir lauschen dir. Give me some moment, all your nose will be broken.
Okay, give me a second. Can't believe that you mentioned her. Have a listen, here's a lesson. Whoa, don't tell me I'm your princess. Don't talk about my innocence. And I know, and I know, and I know, and I know it ain't alright. Won't change my mind. It's alright, it's meant sometimes. Better lose my number, cause I'm so over it. I can't take those deep, creep feelings. It's not love, better lose my number, cause you're an idiot. And just take your deep, creep feelings. Who do you think you are? Give me such a knife and cut deep in your heart like this. Yes, no, okay. Give me a lifetime and maybe you can be my friend. Have a listen, here's a lesson. Oh, don't tell me you're my hero. It's nothing more than ego. And I know, and I know, and I know, and I know it ain't alright. Won't change my mind. It's alright, let's mend sometimes. Better lose my number, cause I'm so over it. I can take those deep, creep feelings. That's not love, better lose my number. Danke, Hannah, für den wunderschönen Song. Das war dein Applaus gerade. Man merkt hier im Studio, den Leuten hat es gefallen. Mhm. Ihr könnt uns aber auch gerne zu Hause mal in die Kommentarsektion schreiben, ob Hannah rockt oder ob Hannah rockt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall davon später noch ein bisschen mehr. Aber wir haben jetzt erstmal die nächste Runde mit zwei komplett neuen Teams und wieder neuen Herausforderungen. Genau, in der ersten Spielrunde ging es ja vor allen Dingen ums genaue Hinsehen und vor allen Dingen ums Wiedererkennen, dann beim Kazoo. In der zweiten Runde wird das aber nicht so sein, da haben wir so ein paar neue Kniffs vorbereitet. Und zwar braucht man da vor allen Dingen eine sehr gute Interpretationsgabe und vor allen Dingen viel Kreativität, denn, und so viel darf ich hier schon mal spoilern, es wird auch gezeichnet gleich. Ja, klingt auf jeden Fall mega spannend. Dann ist es jetzt höchste Zeit, das erste Team kennenzulernen. Und zwar Computer, Digitalisierung und Internet ist ja so ein Grund für viel Kriminalität. Und das nächste Team beschäftigt sich damit. Genau, das ist ja so, das Internet bietet ja sehr, sehr viele, eine sehr große Bandbreite für auch viel Kriminalität. Und wir lernen jetzt die Leute kennen, die versuchen, das aufzuklären oder vielleicht sogar zu verhindern. Da bin ich wieder. Ich bin mal kurz zu Haus 8 rübergeflogen. Das ist dem einen oder anderen Verleih eher unter der Käsereibe bekannt. Hier sitzt nämlich unser Forensiker drin. Oder soll ich eher sagen, unser Team CSI mit Weider. Sie sind die Cyberkriminalisten der Zukunft. Wenn Sie nicht gerade beim CF Music Clash antreten, dann analysieren Sie digitale und digitalisierte forensische Daten. Doch dazu brauchen Sie auch erstmal die Grundlagen der Allgemeinforensik. Das heißt, Isotopenuntersuchung, Fingerabdrücke und die Arbeit an rekonstruierten Tatorten sind für die Studierenden kein Neuland. Das Hauptwerkzeug der digitalen Forensik ist die Informatik. Sicherung und Analyse digitaler Spuren, Bildverarbeitung, Datenrekonstruktion, IT-Sicherheit und Verschlüsselungstechnik. Es gibt keinen Kontakt zwischen zwei Objekten, ohne dass wechselseitige Spuren entstehen. Unsere Forensik-Experten von CSI mit Weider müssen also sehr präzise arbeiten. Doch wird Ihnen diese Präzision auch beim CF Music Clash weiterhelfen? Und hier sind Leonie, Patrick und Michelle von Team CSI mit Weider. Ja.
Ja, schön, dass ihr da seid und zu uns gekommen seid. Ihr habt ja jetzt die Sendung schon so backstage ein bisschen mitverfolgen können. Fühlt ihr euch denn jetzt gut vorbereitet? Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall zuversichtlich. Ein bisschen Selbstbewusstsein ist ja auch wichtig. Auch zum Thema Musik. Was hört ihr denn so für Musik in eurer Privatzeit? Ja, verschiedenes. Gerne Rock, aber auch Elektro. Also, okay, schön. Bei mir auch eher Elektro. Eher Elektro, alles klar. Ja, bei mir auch Techno. Okay, tatsächlich eine richtige Elektrofaktion, finde ich gut. Interessant. Macht ihr denn auch selber Musik? Also ich jetzt eher weniger. Ich auch nicht. Ich mache selber Musik. Ich produziere elektronische Musik. Und ich kann auch notfalls noch Klavier spielen. Perfekt. Immerhin, das ist doch super. Und noch eine Frage hätte ich, und zwar, wenn ihr einen Artist schon mal, also habt ihr schon mal einen Artist im echten Leben getroffen? Und wenn nicht, wen würdet ihr gerne treffen? Das ist eine gute Frage. Ich habe den Leadersänger von Pur tatsächlich mal getroffen. Mhm. Und man hat sich so Hallo gesagt, weil ja, die schön. Kinder auf die gleiche Schule gegangen Ach, sind. Ach was, was genau. Ein Zufall. Ja, ja. Schön. Guter Zufall, finde ich super. Ich habe bis jetzt nur die zwei DJs von Sub-Zero Project einmal persönlich getroffen. Schön, auch spannend. Ja, ich habe Kafkiez das letzte Jahr auf dem Campus-Festival das erste Mal getroffen. Ah, sehr gut, sehr passend. Aber ja, genau, großen Applaus dafür. Aber ihr habt natürlich auch jede Menge Unterstützung mitgebracht. Und dann schauen wir jetzt mal zu Samu in den Fanblock. Genau, ich bin in der Zeit zu den Zuschauern gehuscht. Ich hoffe jetzt mal, das Mikrofon funktioniert. Ich gebe dir das mal in die Hand. Wie seht ihr die Chancen bei eurem Team? Was wollt ihr noch für Tipps mit auf den Weg geben? Also ich denke mal, mit einem DJ in der Mitte, da kann doch beim Music Clash eigentlich nichts schief gehen. Also deswegen denke ich mal, das wird schon klappen bei Patrick. Seht ihr das genauso? Ja. Na dann, ein Applaus nochmal. Los. Ja, wir können natürlich nicht nur mit einem Team spielen, sondern wir brauchen auch noch ein zweites Team. Und die Hochschule Mittweida ist ja in sich schon sehr gut vernetzt, aber auch international haben sie viele Connections. Und da gibt es ein Team vom Hallo. International Office, was wir jetzt begrüßen dürfen. Hallöchen, da bin ich wieder und irgendwie stehe ich hier gefühlt am anderen Ende von Mittweida, um genau zu sein, vor dem Haus 20, direkt neben den Tennisplätzen vom TSV Fortschritt Mittweida. Und hier arbeiten unsere nächsten Kandidaten drin. Wir befinden uns hier im International Office. Sie sind die Anlaufstelle für alle internationalen Studierenden. Im International Office werden internationale Studiengänge und Austauschprogramme angeboten. Hier können Sie Studenten beraten lassen und bekommen alle wichtigen Infos über das Studium und Mittweida. Und falls ein Student ein Auslandssemester vorhat, dann stehen die Mitarbeiter des International Office Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Die Musik ist eine Weltsprache und auch international. Bietet das dem International Office den entscheidenden Vorteil? Und hier sind sie für euch, Annabelle, Emily und Vanessa von Team International Office. Ja, auch schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns mega. Und ihr habt ja jetzt schon eure Konkurrenten ein bisschen kennengelernt. Glaubt ihr, habt da eine Chance? Nachdem ich gehört habe, dass einer von denen DJ ist, male ich mir nicht so große Chancen aus. Ja, aber das hat ja noch nichts zu bedeuten. Es ist ja eher so die elektronische Front. Vielleicht ist da noch was zu machen. Was hört ihr denn so für Musik? Ich höre Metal und Metalcore. Hey, okay. Sehr cool. Ein Applaus dafür. Hört man eher selten. Finde ich cool. Ich höre sehr viel Indie und Alternative. Schön. Sehr gut fürs Campus Festival. Das passt sehr gut. Was hörst du so? Ich höre auch gerne Metalcore und Deathcore. Wow, okay. Also wirklich zwei sehr gegenteilige Musikgeschmäcke, die da aufeinandertreffen. Finde ich aber cool. Habt ihr auch so ein Lied, was immer geht, was euch auch aus jeder schlechten Laune rausholt? Ich glaube, das wäre Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Sehr schönes Lied, finde ich gut. Bei mir ist es die Band Parcels. Mhm. Und dann würde ich sagen, Tied Up Right Now. Sehr schönes Lied auf jeden Fall. Als gute Laune-Song ist es bei mir eher was anderes, nämlich Octopus's Garden von den Beatles. Ah, okay. Ein Klassiker auf jeden Fall. Aber auch ihr habt natürlich jede Menge Unterstützung mitgebracht. Und dann schauen wir gleich mal zu Samu. Hallo. Ich bin eine Treppe weiter höher gerutscht. ganz kurze Frage. International Office, wird da unten gleich richtig
schwitzen, das kann ich schon mal versprechen. Denn die nächsten zwei Spiele werden es in sich haben. Jetzt wäre die Frage, gibt es noch irgendeinen finalen Tipp, den ihr den International Office-Leuten mit auf den Weg geben möchtet? Also ich denke mal, bei so viel Frauenpower kann eigentlich nichts schief gehen. Ah, Frauenpower, reicht das? Ja. Und die Musik ist eine internationale Sprache. Natürlich. In die Falle getappt. Nee. Macht sich fertig, Metalheads. Genau, so sieht's aus. Also dann ein Applaus nochmal für International Office. Das Bild von unseren Kandidaten bekommen und dann schauen wir auch gleich mal in unser erstes Spiel. Speedy Gonzales. So, wir spielen Speedy Gonzales. Oh, ja, genau. Wir sind jetzt in der zweiten Runde des Abends angelangt und unser erstes Spiel, Speedy Gonzales, wie wir schon gesagt haben, geht um Schnelligkeit. Ja, der Kniff bei Speedy Gonzales ist, wir haben ganz normale alltägliche Songs genommen, aber die haben wir 1000-fach verschnellert. Und wir werden euch die gleich so schnell abspielen. Die werden natürlich nach und nach immer etwas langsamer, dann wird es immer offensichtlicher. Aber es geht natürlich darum, wieder der Erste zu sein oder die Ersten zu sein beim Buzzern. Die Buzzer stehen schon vor euch auf dem Tisch, ihr könnt euch wieder beraten, aber es wird sehr schnell gehen, also... Ne? Ja, genau. Und wenn ihr buzzert, ihr antwortet aber falsch, dann darf das andere Team weiterraten. Das heißt, überlegt euch gut, ob ihr buzzert oder nicht. Genau. Ansonsten, wir spielen bis zu 7. Also wer zuerst 7 Punkte erreicht hat, der gewinnt dieses Spiel. Und dann wäre jetzt bloß noch die Frage, ob es noch irgendwelche Fragen gibt. Interpreten müssen wir auch nennen, oder? Die Künstler? Nee, nur den Songnamen. Ah, nur den Song. Okay. Der Song kommt sehr schnell, dann wird es immer ein bisschen langsamer, bis hin zum Normalniveau. Wenn ihr denkt, ich weiß es, haut drauf, sagt uns nur den Namen vom Song. Wenn es richtig ist, kriegt ihr einen Punkt. Wenn nicht, dürfen die anderen weiterraten, bis der Song auf Normalniveau ist. Und damit ist der Punkt quasi geschenkt. Also, hier kommt es auf Genauigkeit an. So, dann würde ich sagen, kommt hier für euch der erste Song. Ja, was hieß eine weiter? Blue. Blue, war das Blue? Wir warten auf die Auflösung. Oh, ich hab's mir gedacht. I'm good. In Klammern Blue. Deswegen leider nicht. Also wir werden den Namen wirklich sehr genau sein, exakt sein. Wir brauchen den vollständigen Titel. Können wir das als Proberunde nehmen? Das hat ja jetzt eh noch keiner einen Punkt gemacht. Also ist ja jetzt nicht. Okay. Okay, dann geht's weiter mit dem nächsten Song. Ja. Shape of You. War das Shape of You? Der Publikum ist schon klatschen. Ja! Damit steht es 1:0 für CSI mit weiter. Und der nächste Song, bitte. Sie sei mit weiter wieder. Tsunami. Tsunami. Wow. Siehst du, ihr legt ja richtig vor hier. So, da haben wir es nochmal. Ach so, Entschuldigung. Sorry. Genau, also 2:0 für CSI. So, Entschuldigung. Dann kommt direkt der nächste Song. Ja, fragte Blicke hier, ich sehe. Im Publikum wird schon unglaublich der Kopf geschüttelt. Oh, da meldet sich International. Born in the USA? War das Born in the USA? Ja! Und damit macht sich International Office auf die große Aufholjagd. Es steht 2:1. Immer noch bis CSI mit weiter. So, dann. Noch fit, alles noch. Dann geht's weiter mit dem nächsten Song. International Office möchte man. Dancing in the Moonlight. Dancing in the Moonlight. Wow! Das ist ganz Jetzt kommen die Songs, die ihr kennt. 2:2.
Und wir machen weiter mit dem nächsten Song. Ah, das kennt man doch. Ah, noch sind ratlose Gesichter. Das Publikum will schon am liebsten selber was an. Tja, noch da kommt schon langsam geschlossen. Was. International Office Buzzard. Turn Back Time? War das Turn Back Time? Was? Das heißt, I wish. Stressed out. Ah, das war eine Stressed out. Super 21 Schade. Das wäre jetzt der Punkt für CSI mit weiter. Ah. So, ihr habt quasi jetzt einfach gerade mal einen Punkt so umsonst gekriegt. Ist doch schön. Dann geht's weiter gleich mit dem nächsten Song. Das war International Office. YMCA? War das YMCA? Das hey! YMCA. So. Dann geht's weiter gleich mit dem nächsten Song. Oh, International Office passt wieder. Bad Guy? Bad Guy. Bad Guy? Wow, Bad Guy. Okay, das heißt, International Office hat 4 und CSI mit weiter hat 2. So, das heißt, euch fehlen noch 3 Punkte bis zum Sieg, euch fehlen noch ganze 5 Punkte. Die haben euch überholt, jetzt geht die Aufholjagd bei euch los. Wir machen weiter mit dem nächsten Song. Ist es Aquanade oder I wish I could catch a night? Ah, ist das? I wish I could catch a night for you. Vielleicht auch noch? Ah, der Song wird jetzt langsamer. Ah, International Office hat gerade gebuzzert. Es ist Bruno Mars mit I'd catch a grenade for you. Grenade. Nein. Das ist leider nicht ganz richtig. Nein. Es wäre Grenade gewesen. Ja. Das war meine Frage. Leider nicht so viel, das gut, dann gab es da jetzt leider keinen Punkt. Hören wir mal in den nächsten Song rein. International Office? Nothing Else Matters? Stimmt. Ja. Von Metallica? Oh. Wow! Das war Nothing Else Matters. Ihr habt 5 Punkte, ihr habt immer noch 2. Es geht langsam, es wird langsam sehr eindeutig. Wir schauen gleich mal in den nächsten Song. Was war das? Ah, jetzt ist es. Nochmal. International Office Buzzard schon wieder. Griechischer Wein? Ah. Oh Gott. Also ich muss sagen, bei dem Song habe ich auch ehrlich gesagt auf eine schnelle Antwort gehofft, weil ein größeres Kultlied findet man das überhaupt. Gut, dann steht 6-2. Wir sind jetzt quasi im Matchball, denn International Office braucht nur noch einen Punkt, um das Spiel zu gewinnen. Wir hören mal in den nächsten Song. CSI mit weiter, was heißt? Runaway. War das Runaway? Das war Runaway! Oh, jetzt kommt das. Hier. Alles weiter. Gut, damit steht's 6-3. Wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen. Der nächste Song, bitte. Was haben wir hier? Rätselige Gesichter, ich glaube. Tja,
So schnell war traut sich jetzt jemand zu buzzern? Naja. Das Publikum möchte am liebsten selber buzzern. Ja, das Publikum weiß so es, lustigerweise. Wir haben den Song noch, aber theoretisch noch mal etwas langsamer, oder? Oder kommt... Ihr dürft noch buzzern. Wie heißt das? Kennt ihr den Song nicht? Ja, dann... Okay, so wie es aussieht, kennt niemand den Song, dann gibt es hier leider keine andere Lösung, außer mit dem nächsten weiterzumachen. Die hören wir. International Office Buzzard. Sunstorm. Ja, ihr habt das Ding gehört. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich den DJ outplayed. Der DJ outplayed. So, wunderbar. Das heißt, Team International Office geht hier in Führung mit einem sehr starken Punktestand von 7 für International Office und 3 für CSI mit weiter. So, nochmal gerne Applaus, ja? Ja. Machen. Naja. So, da wäre die Frage jetzt an CSI mit weiter. Woran hat es gelegen? Fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Ja, und Team International Office, macht ihr jetzt so weiter? Wollt ihr jetzt auch wirklich gewinnen oder macht ihr jetzt erstmal einen ruhigen? Kommt aufs Spiel an. Okay, mal schauen, wie es kommt. Alles klar. Also ihr purzelt jetzt alle erstmal so ins nächste Spiel, so wie das auch ist. Gut. Wir haben jetzt zwar schon mal unseren Punktestand, aber es ist noch nichts verloren, denn wie gesagt, ein Spiel muss noch gespielt werden und wir hatten vorhin versprochen, es wird gezeichnet. Deswegen schauen wir jetzt mal in unser nächstes Spiel, I Like It Picasso. I Like It Picasso. So, hier wird gerade noch aufgebaut. Ein Applaus für Lukas, unseren Setrunner. Mensch, Mensch. Der stärkste Mann im ganzen Team. Das kann ich gar nicht mal versprechen. So, genau. Wir haben gesagt, ein Spiel müssen wir noch spielen. Ein Spiel trennt uns noch vom großen Finale. Das heißt I Like It Picasso. Ja, genau. Ihr seht hier ja jetzt eine Leinwand und einen Stift. Und wie ihr wahrscheinlich schwer sehen könnt, müsst ihr dann gleich zeichnen. Das heißt, ihr dürft auch gleich entscheiden, wer aus eurem Team zeichnet und wer errät. Genau. Genau. Wir haben hier wieder eine große Auswahl an Songs liegen. Dieses Mal machen wir das allerdings nicht so, dass Schere, Stein, Papier gespielt wird, sondern wir haben zwei Stapel für jedes Team einen. Und wir machen das so, die jetzt bei Speedy Gonzales verloren haben, das war CSI mit weiter, ihr dürft dafür jetzt bei diesem Spiel anfangen. Und ihr dürft dann gleich hierher kommen und einen Stapel aussuchen. Aber vorher möchten wir euch natürlich noch die Regeln erklären. Ja, es ist ganz wichtig, dass ihr nicht dabei reden dürft, wenn ihr zeichnet. Ihr dürft keine Buchstaben verwenden und keine Zahlen. Ihr habt für das Ganze 2 Minuten Zeit und einer zeichnet und die anderen 2 Teammitglieder dürfen so lange raten, wie sie wollen. Sie dürfen aber auch skippen. Also wenn sie es nicht erraten können oder der Zeichner sagt, ich kenne das Lied nicht, ich weiß nicht, wie ich das zeichnen soll, der darf auch skippen. Genau. Also dann machen wir das jetzt erstmal so. Ihr dürft euch in den Teams kurz beraten, wer dann gleich bei dem Spiel zeichnen darf. Ja. Wer hat denn da die besten Talente? So, beratet euch einfach mal kurz. Wir warten wieder ab, so wie bei Kazoo vorhin. Wer zeichnet gleich? Möchtest du? Wir erklären es euch gleich nochmal genauer. Ich glaube, es ist sicherer, wenn Patrick bei uns mal dreht. Okay. So, da wird kurz überlegt. Hier ist ein Mitweiler. Und International Office. Ich meine, es muss ja wohl überlegt sein. So, International Office hat schon einen Zeichner. Wer? Ja. Hey, wunderbar. Und wer zeichnet bei CSI mit weiter? Dann einen Applaus für unsere Zeichnerin, bitte. Ja, dann darf Team CSI mit weiter vorkommen. Genau, wir tauschen wieder die Plätze. Ihr dürft gerne hierher kommen. Ich gehe rüber zu International Office. Hallo, hallo, hallo. So, genau, einmal die Zeichnerin bitte zu mir. Und du darfst dir raussuchen, welchen Stapel du willst. Was sagt das Team? Links. Das links. Das ist links, ja. Gut, dann nehme ich den einmal. Gut, du darfst dir schon mal den Stift in die Hand nehmen. Ich habe jetzt auch nur ein Blatt Papier, ne? Korrekt. Genau, das ist das Knifflige an dem Spiel. Ihr habt nur ein Blatt Papier. Also du darfst jetzt nicht anfangen, große künstlerische Sachen zu machen. Okay, gut. Okay, seid ihr bereit? Gut, ja. Dann fangen wir an. In 3, 2, 1, go.
Ah, nee. So, eure 2 Minuten laufen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir das Burning gesagt Love, hatten. Burning Heart. Ah. Heart on Fire. Wir machen mal weiter. Alles klar. Sieht schon wieder aus wie Feuer. Schneeflocken. Let it go. Campfire. Ihr habt noch 1 Minute 20 Sekunden. Okay. Wird langsam Zeit für den ersten Dann Punkt. Dann machen wir das nächste Mal. Denkt dran, ihr dürft auch skippen, wenn ihr keine Zeit verschwenden wollt. Flowers. Okay. Das ist korrekt. Das war korrekt, das war der erste Punkt. Der Song heißt Flowers. So, da wird schon fleißig am nächsten Song gezeichnet. Ihr habt noch 45 Sekunden. Ein Punkt habt ihr. Ja. Candle in the Ocean. Skip. Weiter. 15 Sekunden. Weiter. Biene Maya. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und die Zeit ist leider vorbei. Ein Applaus aber trotzdem nochmal. Das war ein Punkt übrigens. Ein Punkt für... So, da wird wieder umgebaut. Der stärkste und schönste Mann gleichzeitig aus unserem Team. So, dann dürft ihr jetzt gern auf die Bühne und mal schauen, ob genau, ihr das... einmal Zeichnerin. Wie ihr euch gleich schlagt. Zu mir, am besten auf meine Seite, damit du schauen kannst, was für ein Lied. So, seid ihr bereit? Gut, dann starten wir in 3, 2, 1. So, 2 Minuten. Fireworks. Das ist richtig. Ja, das war richtig. So. Das war schon mal der erste Punkt. Was ist das nun wieder? Nee. Wrecking Ball? Hat noch eine Flagge gezeichnet. Ihr habt noch 1 Minute 20. Das ist richtig. Okay. Richtig, das war der nächste Punkt. Süß. Die Hälfte der Zeit ist rum. Skip. So, was ist das nun wieder? Rocketman, ja. Sehr schön, Rocketman, das ist richtig. Ein Applaus bitte. Das ist schon der dritte Punkt, ihr schlagt euch gut. Ihr habt noch eine halbe Minute. Steam. Und die letzten 15 Sekunden. Umbrella. Das ist richtig. Spoil. Umbrella, ein vierter Punkt. Applaus bitte. Ja. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und die Zeit ist vorbei. Ein Applaus für International Office. Bitte. Wow, also da hat das International Office richtig, richtig zugeschlagen. Das International Office hat richtig angezogen. Die haben 4 Punkte hier gemacht. CSI mit Weiler hat 1 Punkt gemacht.
Ja. Damit haben wir jetzt einen krassen Endpunktestand von ich. Ja, aber ich denke, es ist sehr eindeutig, dass International Office hier gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch. So. So, dann kommt gerne mal zu uns auf die Bühne. Ich hole euch mal ab, ihr könnt schon mal laufen. Genau, wir gehen jetzt alle auf die Bühne. So. Genau, ihr könnt euch gerne... Wir haben natürlich auch hier wieder einen Trostpreis vorbereitet. Da gibt es denselben, wie es für TMM auch schon gegeben hat. Es gibt wieder eine leckere Schokolade für unser CSI mit Weida. Schokolade. Danke. So, freut ihr euch, dass ihr im Finale seid? Ja. Ja. Vom Unerwartet. Genau, ihr habt eure Fans da oben nicht enttäuscht. Ihr habt hier richtig Frauenpower gezeigt. Dafür gibt es jetzt nochmal einen heftigen Applaus, bitte. CSI mit Weiler trotzdem über ihren Trostpreis freut und es war schön, dass ihr da wart und hat das auf jeden Fall gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Es ist vollkommen irrelevant, dass ihr jetzt verloren habt, denn es geht ja hier um den Spaß. Genau. Es geht um die Veranstaltung und wir fanden es schön, dass ihr da wart. Ihr hingegen dürft jetzt noch, oder ihr dürft oder ihr müsst, wie sieht es aus bei euch? Wir dürfen. Wunderbar. Dann. Unser International Office darf jetzt gegen Math Against Malaria im Finale antreten. Da geht es, wie gesagt, darum, CF-Tickets zu gewinnen. Und da sind wir wieder beim CF. Was das ist und vor allen Dingen, wer da auftreten wird, erfahren wir jetzt nochmal in einem kleinen Filmchen. Indie, Pop, Rock, wir haben alles im Gepäck. Freut euch auf Roast Apple. Schorle. Ohne deine Freunde fällt mir Absagen schwer. Oh yeah. Doch bevor ich mit den Schildern laufe, ich im Gegenverkehr. Bates. Dilla. Line-up. Habt ihr Bock? Wunderbar. Wir haben jetzt schon sehr viele Highlights vom Campus Festival gesehen. Wir wissen jetzt, welche Künstler uns da erwarten. Aber ein Highlight haben wir noch für euch. Und zwar gibt es heute für alle, die sich dazu entschieden haben, hier in den Saal zu kommen, eine ganz besondere Ticketaktion. Und zwar, wenn ihr heute noch ein CF-Ticket online kauft und die Mail mit der Kaufbestätigung draußen im Foyer am CF-Stand vorzeigt, dann bekommt ihr auf euer CF-Ticket obendrauf noch einen Gutschein für das Spielecenter Chemnitz. Und da könnt ihr dann mal mit eurer Familie einen Tag lang bowlen, Minigolfen und so weiter. Also denkt dran, wer heute gerne noch ein Ticket kaufen will, wird belohnt. Klingt auf jeden Fall nach einem mega, mega coolen Deal. Und ich glaube auch, das Campus Festival wird mega schön. Wir haben da echt was Besonderes für euch zusammengestellt an Bands und Stimmung. Und wir hoffen, euch dann alle am 7. und 8. Juni zu sehen und mit euch zusammen feiern zu können. Genau, da freuen wir uns drauf. Wo ich mich jetzt aber auch schon drauf freue, ist die gute Hanna. Die ist schon in Stellung gegangen. Hallöchen. Hallo. Wir hören jetzt wieder einen wunderbaren Song von dir. Bist du ready? Ich bin sowas von ready. Du bist sowas von ready. Dann geht's los. Wir machen die Bühne frei. To go crazy about me lately. I was so lonely without you, but I don't wanna be hurt. Speaking for nothing now, it's this falling in love with a fool.
crazy. You made me feel like it's just me surviving. Maybe jumping in was your safety and fighting, but I don't. Dankeschön für diesen sehr emotionalen Song. Jetzt war ich gerade total geflasht. Ich habe früher selber mal Klavier gespielt und so wie bei dir hat das auf alle Fälle nicht geklungen. Worum ging es denn in dem Song? Das will ich jetzt noch wissen. Ja, also in dem Song geht es im Prinzip um eine Beziehung, die eben gerade in einer Krise steckt und in der man sich vielleicht auch irgendwie nicht so richtig gesehen fühlt vom Gegenüber. Und ich singe ja auch, ey, ich wünschte mir, du würdest mich verstehen. Und es ist einfach so ein bisschen dieses... wach doch mal auf. Hm. Ich bin bei dir, du kannst dich öffnen und musst dich nicht so zurückhalten. Und sehr das schön. Ist letztendlich die Message. Also wirklich sehr, sehr emotional. Ja. Habe ich schon so ein kleines Tränchen verdrängt. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Dann bitte nochmal einen Applaus für Hannah. Ein extra Applaus. Danke, danke, danke. So. Für alle, die jetzt genauso traurig sind wie ich, dass Hannah jetzt für die Show den letzten Song gespielt hat, zumindest die Leute im Studio kann ich beruhigen, denn hinterher gibt es natürlich noch ein kleines Live-Konzert von Hannah. Das wird schön. Und bis dahin haben wir allerdings noch ein Spiel zu spielen. Ja, das große Finale steht jetzt nämlich an mit unseren letzten zwei Teams. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wer da gewinnt. Ich auch. Wir haben jetzt Team Math Against Malaria und Team International Office. Die beiden haben sich in den ersten beiden Runden als die Finalisten herausgestellt. Und mit denen wollen wir jetzt gemeinsam unser letztes Spiel des Abends spielen. Hier sind sie für euch, Team International Office und Team Math Against Malaria. Hallöchen, da seid ihr ja wieder. Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid und keiner nach Hause gegangen ist und noch in das Finale mit uns spielen wollt. Das freut uns sehr. So, wie fühlt sich das jetzt an für euch, im Finale zu stehen? Ist die Spannung auf dem Höhepunkt?
Total. Total. Total, ja. Es ist wie in dem Lied Je t'aime. Wunderbar. Bei euch, International Office? Ja, der Druck ist groß. Der Druck ist groß. Na dann, damit wir den Druck jetzt nicht überkochen lassen, würde ich sagen, schauen wir gleich mal in das Finalspiel rein. Flotter Vierer. So. Ja, genau, das letzte Spiel heißt Flotter Vierer und da haben wir uns kräftige Unterstützung gesucht, den lieben Christoph hier. Ein Applaus für Christoph, bitte. Oh ja. Gefallen ist, dass alle aktuellen Popsongs irgendwie so ein bisschen gleich klingen. Das liegt daran, dass sie alle aus vier Akkorden bestehen. Und Christoph, spiel uns die doch bitte mal an, diese vier Akkorde. Wow. Okay, also wir wollen mit dem Spiel auch gleichzeitig so ein bisschen beweisen, wie viele Lieder eigentlich im Grunde nur aus diesen vier Akkorden bestehen. Und deswegen wird Christoph euch gleich 3 Minuten ungefähr werden sein, eine lange, lange Kette, einen langen Fluss an Songs spielen, die immer nach ein paar Takten wieder wechseln. Und für euch geht es jetzt darum, ihr habt Zettel und Stift da liegen, ihr müsst mitschreiben, welche Songs ihr glaubt, da rauszuhören. Und wir können schon mal ankündigen, also ne, das Tempo ist dann auch wieder sehr hoch, die Lieder wechseln relativ schnell, schreibt einfach mit. Und es reicht aber, wenn einer von den Teammitgliedern den Song richtig aufgeschrieben hat, dann bekommt das ganze Team einen Punkt. Andersherum gibt es keine doppelten Punkte, weil 2 Teammitglieder das aufgeschrieben haben, aber schreibt, wie gesagt, trotzdem alle mit. Ja, genau, ich würde sagen, da haben wir gar nicht mehr viel zu... hinzuzufügen. Geh mal und los. Wenn schon den richtigen Song schreibt, könnt ihr anderen schon das nächste anhören. Nur den Song oder auch den Künstler? Genau, only the name of the song. Only song title. Okay. Dann gibt es jetzt nochmal einen heftigen Applaus für das Finalspiel und dann starten wir auf Christophs Zeichen. I walk a lonely road, only road that I have ever known. Don't know where it goes, but it's on to me and I walk alone. Fleeting back to the limo, oh, keeping all this on the go. The pressure of rusty line loads, the bed is crying on this and goes. Away, 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 I'm in love with the body. Away, away, away. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon. Wie habt ihr mich gefunden? Einer von 80 Millionen, denn dann müsste Musik sein. Überall, wo du bist. Und wenn es am schönsten ist, wenn es am schönsten ist. You know she played that fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. Baby, I just wanna dance. Wie soll ein Mensch das ertragen, dich alle Tage zu sehen? Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the fun. You can stand under my umbrella, Ella, Ella, eh, 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 under my umbrella. Und grüne Augen lügen nicht. Whisper words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be. Komm mit mir ins Abenteuerland. Don't stop believing. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching. Country roads take me home to the place. I'll be home. West Virginia,
Mountain mama, take me home. Country roads, tell me something, girl. Das ist von Lady Gaga. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. And I say, oh, I'm blinded by the light. Now I can't sleep until I feel your touch. In this world, it's just us. You know, it's not the same as it was. Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin. Dass ich leiser bin, leiser seit ich bei dir bin. Kiki, do you love me? I was raiding. So you never ever leave, come beside me. Because I want you, and I need you, and I'm down for your ways. Ich wohne im Kaff, und dieses Kaff, das heißt mit weiter. Es ist kleiner, wilder, geiler. La 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 mit weiter. CF gleich in mit weiter. Ja, das war echt mega. Also das war der liebe Christoph. Krass, ja. krass, was du alles drauf hast. Mega. So, da drüben werden gerade die Zettel eingesammelt. Wir zählen jetzt aus, wer oder welches Team mehr Songtitel da rausgeschrieben hat. Ja, es bleibt spannend. Genau. Bis dahin bangen wir jetzt noch ein kleines bisschen. Hier wird auch nebenbei abgebaut. Vielleicht nochmal die kurze Frage an euch. Hat es Spaß gemacht, bevor wir hier gleich den Gewinner küren? Ja. Ja, definitiv. Hat Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall auch Glück, nicht so einen Bildschirm zu haben, weil wir alle drei eigentlich eine Brille tragen, die extra nicht aufgesetzt haben. Und beim ersten Durchgang richtig Schiss hatten, dass wir dann hier natürlich Glück nicht sehen. Wir hatten ein bisschen einen Nachteil, weil wir tragen normalerweise alle Hörgerät und wir sind heute noch drinnen. Und ich glaube auch, dass sie unsere Handschrift nicht entziffern können. Ja, das werden wir ja gleich sehen. Wir hoffen mal, dass sie es irgendwie hinbekommen und ihr die Punkte trotzdem bekommt. Did you have fun, Lois und Girma? Yes. I had to catch up with the music so fast. Mm-hmm. It was fun. Tja, dann schauen wir mal. Noch wird gerätselt, wer ins Finale einziehen darf. Wird ganz fleißig gerechnet, gerade im Hintergrund. Die sind, ist anscheinend sehr viel. Ihr wart anscheinend gut, weil sonst würden sie nicht so lange brauchen, wenn ihr so. Wie war denn das? Habt ihr viele Songs ausgelassen oder habt ihr da jetzt richtig mitgeschrieben? Ich glaube, wir haben relativ viel gewusst sogar, oder? Ja. Ich denke so 90%. Wow, okay. Ihr klingt sehr selbstbewusst. Und bei euch, Professor Schneider? Naja, vielleicht 90% sind es nicht, aber es sind vielleicht mehr als 9%. Und eine Null mehr oder weniger macht nichts. Es waren ja auch viele deutsche Lieder dabei, das ist ja dann natürlich auch unfairer. Ja, für die anderen, ist okay. Nächstes Mal vielleicht ein bisschen mehr Afrobeats. Ne? Dann, die klingen alle gleich. Wir probieren ein bisschen mehr zu integrieren das nächste Mal. Ja. Ich würde sagen, wir lassen uns jetzt noch ein bisschen Zeit. Wird gerade noch gerechnet. Wir können ja die Zeit, die jetzt bleibt, vielleicht mal nutzen. Ihr könnt uns ja gerne mal erklären, was ihr da so bei eurem Malaria-Forschungsprojekt macht. Nochmal. Wir machen ganz viel. Also Malaria ist ja eine von den großen Krankheiten, eine von den drei großen Krankheiten. Es gibt circa 400 Millionen Infektionen jedes Jahr weltweit. Und wir schauen uns an, wie sich Malaria ausbreitet und wie sich Medikamentenresistenz entwickelt. Und dann schauen wir uns auch noch an, wie sich schwere Malaria-Verläufe in Kindern äußern und was es da für Risikofaktoren gibt. Oh, wow. Okay. Krasses Thema. Habe ich leider keine Ahnung von. Ich bin leider gar keine Wissenschaftlerin. Wo fließen eure Daten dann hin? Also für wen, für was macht ihr das?
Die fließen eigentlich in alle Herren Kontinente. Wir arbeiten mit der indischen Gesundheitsbehörde zusammen, mit den CDC, mit der US Navy. Also wir haben da welche, die sind in Südamerika, manche in den USA, manche in Afrika, manche in Indien. Also ziemlich gut verstreut in der Welt. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, was ihr da macht und auf jeden Fall spannendes Projekt. Genau. Jetzt würde ich aber sagen, wir sind fertig mit Rechnen, aber der Fairness halber lassen wir euch auch noch mal kurz Wort kommen von International Office. Was macht ihr da? Unsere Aufgabe ist ein bisschen einfacher, aber dafür genauso schön. Wir arbeiten nämlich mit so wundervollen Menschen wie Görmer und Lois zusammen und bereiten so die Anreise vor, betreuen während des Aufenthalts mit weiter und auch dann die Reise nachbereiten. Okay, dann haben wir euch jetzt beide noch mal, also beide Teams noch mal kennengelernt. Wir würden euch jetzt bitten, dass ihr zu uns auf die Bühne kommt. Das Finalteam steht nämlich fest und das verkünden wir dann hier. Ich habe die Preise schon in der Hand, also gerne zu uns kommen. Ihr International Office könnt euch ja mal neben mich stellen, gerne. Und Math Against Malaria neben Lea. Gerne neben mich. Ich habe mal die Abteilung gewechselt. Also, mit einem Punktestand von 11-7 im Finalspiel gewinnt International Office. Einen Applaus bitte. Wow. So, ich habe jetzt die große Ehre, unseren Gewinnerinnen von diesem Abend ein Ticket zum Campus Festival 2023 zu überreichen. Wir freuen uns darauf, euch dann dort zu sehen. Und Math Against Malaria, ihr bekommt den Trostpreis, die süße Schokolade zum Knabbern. So, dann jetzt die Frage, wie fühlt ihr euch als Gewinnerinnen? Supi. Überrascht auf jeden Fall. Okay. Ich hätte nicht mit unserem Sieg gerechnet. Wir waren komplett unvorbereitet eigentlich. Naja, manchmal ist einfach das Beste, die Sachen spontan zu machen. Genau. Ja, das trifft's gut. Der spricht ja auf jeden Fall sehr für euer Musikwissen, wenn ihr das so spontan gewinnen könnt. Also Respekt dafür. Genau. Und ein Ticket halte ich hier gerade noch in der Hand. Wenn ihr euch fragt, für wen das ist, das bekommt natürlich unsere liebe Hanna, die uns dann gleich nach der Sendung noch ein Live-Konzert geben wird. Und damit sind wir am Ende der Show. Wir bedanken uns bei unserem Publikum, dass ihr alle da wart. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr alle eingeschaltet habt. War ein sehr schöner Abend. Im Mai machen wir das noch zwei weitere Male. Genau. Die Publikumsleute, denkt an die Ticketaktion. Und damit, ja, und damit verabschieden wir uns für heute. Macht's gut. Tschüss.